heute ist der 22.06. und ich füttere ja alle morgens und abends eine größere Menge Artemia-Nauplien und die Fische explodieren. Das hatte ich wirklich noch nie so extrem, also kann ich mir sicher irren. Die blauen werden dunkel und ich habe gerade eben auch ein, deswegen habe ich auch die Kamera gezückt, ein rotes Tier gesehen. Also es sind sehr viele blaue, witzigerweise. Was schon rot wird. Wo ist es denn? Hier sind ganz viele Augen, die haben alle Hunger. Und ihr seht, die Bäuche sind noch schön orange. Nee, das habe ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Wo ist es denn hin? Das ist aber jetzt fies. Auf jeden Fall hatte das Tier jetzt schon etwas rot in den Flossenansätzen. Das ist natürlich jetzt schade, dass ich euch das nicht zeigen kann, was ich euch zeigen wollte. Aber ihr seht ja, dass die blauen schon echt schön aussehen und die sind schon echt groß jetzt. Also so 2 cm haben sie jetzt bestimmt. Okay, dann gibt es mal jetzt Nauplien. Ist da das Tier mit dem roten Ansatz? Nee, da ist es. Huch, habt ihr es gesehen? Ich habe es erschreckt. Das ist jetzt in dem... Ne? Vielleicht habt ihr es ja gesehen. Vielleicht kommt der kleine Mann oder die kleine Frau gleich nochmal vor. Also echt viele blaue. Also alle, die so Mustard Gas haben wollten, ihr könnt euch freuen. Die Auswahl ist riesig. Okay, dann machen wir mal die Nauplien rein. Übrigens habe ich euch alles immer wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und auch wenn ihr nichts Fischiges kaufen möchtet, freue ich mich immer wieder, wenn ihr die Links benutzt, denn dann verdiene ich ein ganz, ganz klein wenig Provision und kann hier noch mal ein paar Sachen mehr kaufen, um euch die vorzustellen. Zum Beispiel neues Futter und da ist das Tier, was rot ist. Schau mal, oh, wie toll. Guckt, seht ihr diesen roten Schimmer hinten? Jetzt musst du nur noch vor Weiß gehen, dass man das richtig schön sieht. Ah, guckt mal. Ist das nicht schön? Herrlich. Und da hat einer auch ein bisschen rot. Es sind ganz schön viele Fische. Und bin mal wieder beim Füttern und ich wollte euch noch was zeigen, was ich sonst wieder vergesse. Und zwar geht es um die Schwimmblase. Bei diesem Tier sieht man das ganz, ganz deutlich. Oder bei diesem, dieser Strich, der sich da hinter dem orangenen Bauch befindet, das ist die Schwimmblase. Und wenn ich jetzt mal ein Tier nehme, was noch nicht so weit entwickelt ist, wo ist eins? Ihr seht, dass die Schwimmblase bei vielen unterschiedlich lang entwickelt ist und jetzt gerade in dieser Phase der Entwicklung ist es ganz wichtig, dass man nicht zu viel füttert, weil sonst bekommt man die sogenannten Bauchrutscher oder werden die im Umgangssprachlichen genannt. Bei dem Roten sieht man es, da ist die Schwimmblase schön entwickelt, der schwimmt schön agil und bei diesem hier ist die Entwicklung gerade im vollen Gange. Nee, das war nicht. Sieht man es hier unten? Ja, bei dem daneben, da ist es noch nicht bis nach hinten durch. Bei dem ist es entwickelt. Und bei dem auch fast. Und das ist eine sehr kritische Phase, würde ich es jetzt mal so beschreiben. Die ist fast schon vorbei bei meinen. Eigentlich schade, aber wo die Tiere, wenn sie zu viel fressen, dann Bauchrutscher werden, so nennt sich das, dann kommen die nicht mehr hoch. Ah, da, der. Jetzt muss ich mal gucken. Bei dem ist die Schwimmblase noch nicht bis hinten durch. Ach, jetzt muss es nur noch mal scharf werden hier. Dreh dich mal, da sieht man es, die ist noch nicht komplett nach hinten durchgezogen. Ja,
hat auch ganz schön viel gefressen. Das sieht man, da ist noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen Platz gegen die anderen. Und der ist natürlich fit, aber es gibt andere, wenn die noch ein bisschen kleiner sind, dann funktioniert das nicht und die rutschen dann auf den Bauch. Ja, das wollte ich euch auch mal erzählen. Ah, da ist man schon ein Unterschied. Schaut mal. Da ist es bis hinter, bei dem vorderen noch nicht. Und leider nicht gut zu erkennen. Vielleicht habe ich das. Da, bei dem sieht man es, da ist noch nicht so weit entwickelt. Ah, ich muss hier wahrscheinlich sehr viel schneiden oder ich lasse es einfach drin. Da sieht man es noch nicht entwickelt und da hängt der Popo noch hinten ein bisschen runter. Seht ihr das? Und ja, das ist so eine kritische Phase, bevor die zu Bauchrutscher werden. Das dazu. Kommt der Tag der Tage, da plant man einen Wurf und rechnet nicht mit dem, mit der Spontanität des Partners. Wir machen noch mal ein paar Tage Campingurlaub, nicht lange, und ich habe festgestellt, dass die Kleinen jetzt auch Staubfutter fressen und die kriegen jetzt noch mal ein bisschen mehr Artemia die nächsten Tage und fressen sich sozusagen ein bisschen groß und haben dann im Prinzip Fastentage von Artemia. Und ich habe hier einen alten Bekannten. Das ist der Tetra Maifeeder. Der steht hier oben drauf. Und das Besondere an dem Teil ist, da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, dass man den sehr fein einstellen kann, gerade bei Kampffischen. Super praktisch. Ich habe jetzt hier Beta Baby drin. Das ist so ein Staubfutter. Und wir wollen mal sehen, hier ist einmal das Futter, das ist angemischtes. Mal sehen, was da so bei rumkommt, würde ich mal behaupten. Also ich weiß, dass der sehr gut funktioniert. Ich habe den jetzt zweimal angestellt zum Drehen, einmal mittags und einmal abends. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, das Geblubber ärgert euch nicht. Das ist hier die letzte Artemia Ration für morgen dann. Oh, was ist das denn für ein dickes Tier? Alter, ist sie dick. Ist das eine Eiertante? Gibt's hier bald Nachwuchs?